Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 22 Karriere mit dem Team Werder Bremen. Die letzte Episode, man muss es ganz vorsichtig ausdrücken, wenn ich sage, dass die letzte Episode unter unseren Erwartungen gelaufen ist. Das ist wirklich sehr vorsichtig ausgedrückt, denn eigentlich muss man sagen, dass die letzte Episode ganz und gar nicht unseren Erwartungen gerecht gekommen ist, denn wir haben in der letzten Episode sehr, sehr große und sehr, sehr schwierige Niederlagen erlitten. Man muss sagen, die letzte Episode fing eigentlich ziemlich gut an. Dafür würde ich eben ganz kurz in den Kalender reinschauen, denn die letzte Episode fing eigentlich ganz gut an. Wir haben 4:0 gegen HSV gewonnen. Das war genau die Rache, die wir gebraucht haben, weil der HSV eben gegen uns gewonnen hatte. Im ersten Spiel, ich glaube mit 1:0 haben die gewonnen und wir waren absolut auf Rache aus und das haben wir auch absolut super durchgeführt mit einem 4:0. Dann auch noch schön im Hamburger Stadion, was mich auch nochmal ein bisschen persönlich befriedigt hatte, das auch gegen die Hamburger Fans zu machen. Ja, und dann auf einmal ist die Kurve extrem stagniert, unserer Bissigkeit in der Mannschaft, denn auf einmal verlieren wir 3:2 gegen Dynamo Dresden, ein großes Torfestival, und dann kam die dicke Klatsche gegen Heidenheim, da haben wir nämlich 3:0 verloren. Absoluter Wahnsinn, ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte, weil, also unsere Mannschaft gibt das gar nicht her, dass wir so hoch verlieren gegen Heidenheim, da hat irgendwie gar nichts gestimmt. Ich weiß nicht, ob die Spieler in letzter Zeit auch in der Woche am Feiern sind, wenn sie es am Wochenende machen, mein Gott, aber in der Woche weiß ich nicht, da sollten sie vielleicht eher trainieren. Das waren so die Auswirkungen, habe ich so das Gefühl davon. Und heute gegen Darmstadt, eine weitere sehr starke Mannschaft, wobei diese sich momentan auf Platz Nummer 9 befindet, was jetzt nicht phänomenal krass ist, aber halt nicht zu unterschätzen ist. Da müssen wir unbedingt unsere 3 Punkte halt eben herholen, denn wir sehen es, wir sind auf Platz Nummer 3. Wir haben zwar immer noch einen Abstand zu Heidenheim, aber ich würde ungern eine Relegation spielen. Da kommt es nämlich immer wieder mal auf die Form an, ne? Wie gut können wir uns schlagen gegen einen Bundesligisten und so weiter. Das möchte ich gar nicht drauf ankommen lassen. Noch eine Saison in der zweiten Liga, das ist irgendwie absolut, also das dürfen wir uns hier eigentlich nicht erlauben. Wir wollen auf jeden Fall den Direktaufstieg und das heißt St. Pauli ohne Nürnberg oder einen von den beiden überholen. Und das wird der heutige Plan sein. Wir müssen ran, wie gesagt, gegen Darmstadt im Bremer Stadion und ich hoffe, ihr habt genau das getan, was ihr in der letzten Episode am Ende machen solltet und zwar, dass ihr zur heutigen Episode Kerzen mit dran gebracht habt. Diese Kerzen jetzt bitte anzünden, Weihwasser mitnehmen und so, denn jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen, jetzt müssen wir alle daran glauben und hoffen und beten, dass wir unsere 3 Punkte holen. Und wir sehen uns die Mannschaft hier an und sehen, dass die meisten Leute auch nicht wirklich zufrieden momentan sind. Also selbst die hier auf der Bank eben gerade sitzen oder zum Beispiel auch ein Friedel, die sind alle nicht so ganz zufrieden. Wir haben es gerade eben nochmal gesehen gehabt, unsere Trainerbewertung war auch irgendwie bei 68, ist also ganz, ganz weit runtergerutscht. Es wird Zeit, dass wir hier einen dicken Umschwung wieder reinbekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass in der letzten Episode jemand in die Kommentare geschrieben habe, ich soll Baden-Frederiksen über Mambimbi spielen. Ich finde das so geil, die Personalie Baden-Frederiksen ist so ein Meme in unserer, hier in unserer Karriere. Es gab sogar jemanden, der auf meinem Discord-Server geschrieben hatte, dass Baden-Frederiksen irgendwie der Erzengel ist, so gar nicht der heilige Messias irgendwann für Werder Bremen, sondern der Erzengel ist, weil das Lustige ist, nachdem Baden-Frederiksen ein phänomenales Spiel gegen den HSV abgeliefert hat, ging es ja so bergab und dann hat jemand geschrieben gehabt, so, es liegt alles an Baden-Frederiksens Tor. Es ist so geil, was für eine Personalie der hier in unserer Karriere ist. Der ist entweder der heilige Messias irgendwann oder er ist, wie gesagt, der Erzengel. Ganz komische, schwierige Personalie. Ich möchte diese Person, die gesagt hat, Baden-Frederiksen spielen zu lassen, ein bisschen glücklich machen, weil ich werde es tatsächlich ausprobieren, weil es hat gut funktioniert gegen den HSV und ich hoffe, dass wir hier auch mit Baden-Frederiksen wieder ein Tor erzielen können. Des Weiteren hat mir jemand gesagt, ich soll Erin Dingschi zu einem Stürmer entwickeln. Das habe ich tatsächlich jetzt auch durchgeführt. Also er macht jetzt gerade im Entwicklungsplan eine Konvertierung zum Stürmer. Ich will das Ganze mal ausprobieren. Er kann dann ja immer noch als rechter Flügel eingesetzt werden. Das wird ihm schon nicht stören. Ansonsten möchte ich hier irgendwas wechseln. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, so möchte ich in die Partie reingehen gegen Darmstadt. Somit die beste Aufstellung, die wir wieder nehmen können. Und damit wird es jetzt hoffentlich auch zu einem Sieg kommen. Schon mal ein langsamer Spielaufbau von uns hier gewesen. Mitchell Weiser mit einem Wahnsinnstrick. Ah, und dann Baden-Frederiksen Pass war nicht so perfekt. Aber Wahnsinnstrick hier von Mitchell Weiser gewesen. Richtig schön, richtiger Augenschmaus für die Zuschauer. Tietz möchte sich jetzt zu unserem Tor hinbegeben. Da ist aber bestimmt unser Friedel im Weg, genau. Friedel übrigens im Real Life jemand, der ja gefestigt werden soll. Ich kann mich daran erinnern, einen Artikel gelesen zu haben, der von Worum, vom Forum Worum eben kam, wo es irgendwie heißt, dass Baumann den unbedingt festigen möchte, was ich sehr, sehr schön finde. Unten Mitchell Weiser, da ist er gleich wieder. Mitchell Weiser oben auf Romano Schmid. Romano Schmid kann jetzt aber mal durchlaufen, warum denn nicht? Romano Schmid mit der Flanke für Duxch und naja, er wird irgendwie gar nicht angespielt. Oh, starker Ball, weiter Ball wieder auf Weiser. Ich sehe jetzt schon, in dieser Partie geht sehr viel um Weiser. Das war fair gespielt. Das sah aber ein bisschen so aus, hätte er Weiser da, ehrlich gesagt, nur am Schienbein getroffen. Marvin Melem sehen wir da. Cilic spielt auf Tietz nach vorne. Oh, das war klasse gespielt von Darmstadt. Unten ist Karic komplett frei, der könnte jetzt auch wieder in die Mitte spielen. Nein, es war abseits. Wahnsinn, Glück an der Stelle gehabt, weil ich habe ganz ehrlich gesehen gehabt, dass er da einen Querpass irgendwie macht in die Mitte und dann wäre hier schon alles wieder vorbei gewesen. Komm da ganz oben, da siehst du ihn, spiel ihn weit, schön. Jetzt mal auf die andere Seite, nicht die ganze Zeit bei Mitchell Weiser, jetzt kommt Jung mal an die Stelle und er hatte nur kurz den Ball am Fuß gehabt, wa?
Oh, schön den Ball ergattert. Let's go. Oben wieder auf den Flügeln. Junusovic hat das wahnsinnig gut gemacht und jetzt sind wir auf zum Tor. Flankt ihn rein. Oh Gott, was eine krasse Abwehrmaßnahme vom Gegner. Da kommen wir aber ran mit Nikolai Rapp. Was war das denn? Oh Gott, gut, dass wir den Ball da noch kontrollieren konnten. Junusovic, wieder mal mit dem Innenriss, wollte ich versuchen. Egal, Rapp hat wieder den Ball. Unten auf Romano Schmid, der mit dem Schuss kommt. Und der Keeper, das war der erste Schuss von uns. Erster Schuss überhaupt im Spiel nach 23 Minuten. Das ist auch absolut Wahnsinn. Aber leider keine Gefahr. Kommt Duxch da ran. Tatsächlich Baden-Friedrichsen. Na komm, Baden-Friedrichsen. Versuch's mit einer kleinen Rolle. Nee, das war gar nichts. Lol, da kommt er ran. Romano Schmid mit dem Fernschuss. Romano Schmid, ui. Der war nicht wirklich stramm geschossen, aber ich glaube, der war einfach so schön präzise geschossen, dass der Keeper sich da ordentlich lang machen musste. Ja, ich glaube, der Schuss, ja, der war halt nicht so wirklich stark, aber Behrens stand eben gefährlich. Also zumindest für die Gegner. Seiwald sehen wir jetzt hier, der den Eckball mal reinbringen kann. Bringen wir das doch mal rein. Dort sehen wir einen Marvin Duxch. Marvin Duxch vor den Gegnern, aber trotzdem kommt er nicht zum Kopfball. Romano Schmid gewinnt den Kopfball. Duxch vorne, Duxch. Oh, was ein Tor. Da ist es drin. Was für ein Pannentor vom Keeper. Und Marvin Duxch freut sich, dass er das Ganze wieder hier reinsenken konnte. Ich glaube, sein 17. Tor hier im 26. Spiel für Werder Bremen. Geiles Ding. Also gut, er ist jetzt kein Weltklasse-Tor. Ich möchte jetzt hier nicht reden, als hätte er hier ein Traumtor erzielt, weil das war eher ein Pannentor. Wir können es nochmal anschauen. Romano Schmid gewinnt da irgendwie den Kopfball. Marvin Duxch komplett ohne Bedrängnis. Kommt dort zum Abschluss und der Keeper, ich weiß nicht, wir schauen uns das hier nochmal an, der Keeper, der hätte da locker rankommen müssen und dann, ich glaube, der hat einfach nur nicht damit gerechnet, das war ja irgendwie aus 2 Meter Entfernung oder sowas, ja, wir sehen jetzt hier 17 Tore sogar in 24 Partien, ich glaube, das war für den Keeper einfach schwer, weil das aus 2 Metern eben ein Schuss war und der war vielleicht ein bisschen erschrocken oder so, ist halt auch schwer für den Keeper, wie gesagt, ich möchte ihn da jetzt nicht wirklich was, oh, krumm kommen, schön, komm, auf geht's, Marvin Duxch wieder, auf den Weg zum Tor, Marvin Duxch wird gegrätscht, Marvin Duxch mit dem Schuss, mit der Möglichkeit. Oh, direkt auf den Keeper. Und diesmal konnten wir den Keeper nicht erschrecken. Schade, dass es kein 2-0 wurde. Oben wieder hingespielt. Wahnsinn. Jung ist wieder da. Bringt mal die Flanke jetzt wieder rein. Da ist Marvin Duxch. Der macht sich ganz hoch. Baden-Friedrichsen, komm schon. Baden-Friedrichsen. Nachschuss. Oh, der macht's auch echt nie gut. So habe ich so das Gefühl. Wo sind eigentlich die Spielernamen hin? Die sind auf einmal verschwunden. Mitchell Weiser. Nächste Flanke. Diesmal bis zum Eckball kommen. Ja, die Spielernamen sind irgendwie weg. Weiß nicht, ob sich die Spieler sich nicht trauen. Jetzt sind sie wieder da. Seiwald, komm. Marvin Duxch. Wir haben es gerade eben schon gemacht. Da ist er wieder. Marvin Duxch. Nee. Wurde abgewehrt. Nächster Eckball. 42. Minute. Es geht jetzt wieder ein Eckball zu Eckball zu Eckball. Wir suchen uns wieder in den Fünferraum da. Na, da müsste der Keeper, glaube ich, rankommen. Nicht mal. Oh. Alter, ich dachte, Marvin Duxch macht jetzt hier ein Kopfballtor. Amos Pieper mit dem Fernschuss. Amos Pieper. Unser Innenverteidiger. Romano Schmid gewinnt schon wieder den Kopfball. Wir sind immer noch am Ball. Die Pille ist noch heiß. Zlatko Junusovic. Ah, aus der Drehung. Das wollte ich eigentlich ehrlich gesagt so nicht. Also der kam noch gut, aber das war nicht so mein Plan. Stark gespielt. Baden-Friedrichsen ist durch. Oder halt Mitchell Weiser, I guess. Meinetwegen. In der Mitte sind 2 Leute. Junusovic und Baden-Friedrichsen. Such's dir aus. Baden-Friedrichsen kommt da leider nicht ran. Gewinnt Rapp den Kopfball. Tatsächlich. In der Mitte. Da ist er komplett frei. Marvin Duxch. Marvin Duxch mit dem Schuss. Oh. Schade, wir bleiben aber weiterhin am Ball. Wir sind so kopfballstark, ist mir aufgefallen, ne? Wir gewinnen hier gefühlt jeden Kopfball. Romano Schmid, der weiß nicht ganz genau, wohin ist die Frage. Da, nach vorne. Marvin Duxch, komplett frei. Marvin Duxch mit dem nächsten Schuss. Marvin Duxch, Alter. Der ist heute so on fire. Der macht hier gefühlt jeden Torschuss von uns gerade wett. 54. Minute, es gibt wieder ein Eckball für uns. Und Marvin Duxch wartet dort schon wieder. Oder Baden-Friedrichsen. Oh, Baden-Friedrichsen mit dem Kopfballtor. Wahnsinn. Er macht's auf einmal. Jede Folge gibt's jetzt ein Baden-Friedrichsen-Tor. Ich will aber nicht, dass er ein Tor macht. Das geht jetzt los wie in der letzten Episode. Was ist, wenn wir jetzt das nächste Spiel wieder 3-2 oder so verlieren, Alter? Dann haben wir wirklich einen Fluch. Also dann ist Baden-Friedrichsen absolut kein Messias mehr. Dann werde ich ihn verkaufen. Aber schönes Ding, Alter. Richtig strammer Kopfball vor allen Dingen auch. Guck mal, wie er da reingerannt kommt. Hier rennt er richtig rein, dann PÄM! Boah, das ist wirklich ein Wahnsinns-Kopfball. Richtig, richtig starkes Ding. Oh, Marvin Duxch legt auf Baden-Friedrichsen auf. Baden-Friedrichsen mit dem 2. Huh, war das Abseits? Wiederholung bitte. Das möchte ich mir nochmal ganz genau anschauen. Für mich sah das aber absolut nicht nach Abseits aus. Was eine Kamera. Ach, Marvin Duxch war im Abseits. Ja komm, seine Zehenspitzen waren wieder rausgeragt. Komm, wir wechseln nochmal. Was wollen wir denn wechseln? Die beiden machen es vorne eigentlich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich stark. Auch wenn ich sehr gerne Erin Dingschi einsetzen wollen würde. Ich werde einen Imbert mal einsetzen für Junusovic, der heute ein bisschen ruhiger auf dem Platz war. Ansonsten Mitchell Weiser vielleicht. Ja doch, Mitchell Weiser gegen Carstensen, einfach nur wegen seiner Ausdauer. Und dann gehen wir so weiter rein in den Kampf gegen Darmstadt. Obwohl wir 2-0 führen. Aber ganz ehrlich, so wie wir bisher spielen und so viele Chancen, die wir uns hier erarbeiten, kann ich sogar ein 3-0 sehen gegen Darmstadt. Und das heißt für mich so ein bisschen, dass wir... Ja, so ein bisschen den Frust rausschießen wollen aus der letzten Episode. Das gefällt mir von den Jungs. Oder halt auch nicht. Tietz ist jetzt vorne durch. Möchte aber nicht zum Schuss. Ganz komischer Pass. Aber wieder zurück auf Tietz gespielt. Viel Freiraum gemacht. Und oh, Marco fucking Friedel.
Deswegen will ich ihn im Real Life auch weiter bei Werder Bremen behalten. Guck mal, Seidel komplett frei vom... Alter! Mit dem Fuß, als hätte er ihn angespielt. Krasses Ding von Marco Friedl. Es gibt eine Eckballsituation. Kempe führt das Ganze aus. Bitte klärt die Scheiße. Komm, ich möchte hier nichts anbrennen lassen. Pieper, da kommt sogar Pavlenka rausgerannt. Kempe wirft jetzt wahrscheinlich wieder den Ball hier rein. Oder? Nee, guck mal. Amos Pieper ist da zur Stelle mit einem guten Zweikampf und Carstensen verteilt die Pille jetzt mal ein bisschen weiter. Und jetzt heißt es, Leute, vorne Sprint, auf geht's. Na, so schnell sind sie jetzt vielleicht auch nicht. Unten auf Embert, unten auf Jung. Guck mal, wie schnell das jetzt auf einmal hier geht. Wieder auf Embert. Oder jetzt auf Embert. Ja, schön. Embert mit dem Schuss vielleicht. Oh, der ist drin. Der Keeper heute wirklich pechschwarzen Tag, Alter. Und wir nehmen es natürlich mit Kusshand und ich freue mich so für Embert, unser eigentlich Star-Jugendspieler, mal mit einem Tor. Mit dem schwachen Rechten vor allen Dingen auch nochmal. Schön gemacht von Jung. Duxch gut abgelegt, der kriegt immer die Torvorlage und dann, ja, der Keeper. Oh, den muss der Keeper haben. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Da gibt es keine Ausreden. Den muss der Keeper haben. Guck mal, der wurde fast schon straight auf den Keeper. Oh, der sieht so schlecht aus. Der wird sich echt nicht freuen, wenn er heute schlafen geht. Oh, ups. Das war kein Foul. Ich habe ihn gefühlt fußrudarmäßig weggekickt. Und das war kein Foul. Wie geil war das denn? Also es sah zumindest sehr spannend aus. Komm, auf Bahn, Fredriksen. Ja, Alter, wir machen jetzt aber auch Konter. Wie kein zweiter Marvin Duxch. Das muss es sein. 4:0, meine Damen und Herren. Yes, das ist es auch. Ja, das ist absolut besiegelt. Freunde der Nacht, ich sag's, wie es ist. Werder Bremen hat sich jetzt den ganzen Frust von den Schlappen geschossen aus den letzten Spielen. Wir sind wieder back in business. Der Direktaufstieg, wir kommen. Oh, oh. Jetzt kommen die Darmstädter aber wieder. Ich möchte auch gerne zu Null spielen, wenn das möglich wäre. Oh, boah, ich dachte, der geht rein. Den hat so ein Lupferkopfball oder was auch immer das war. Haben wir den abgewehrt oder gibt's jetzt Abstoß? Es gibt sogar Abstoß. Glück gehabt. Ich dachte wirklich, den köpft der so lupfermäßig ins Tor. Ne. Ne. Boah, Traumtor. Was? Alter, aus dem Nichts. Also ich, der war komplett frei. Ich habe schon wieder komplett vergessen, was für einen starken Fuß der eigentlich hat. Ich habe einfach drauf geschossen, weil ich es kann. Was ein Traumtor. Also, ey, Embert, Doppelpack, Duxch, Doppelpack. Was ist denn hier bitte los? Guck mal, hier die Flugkurve. Oh, mit dem Dip, Alter. Wahnsinn. Also, ey, was mit, also jetzt geht's los mit Embert. Ich sag's euch, der wird irgendwann richtig eskalieren. Im europäischen Fußball, ich sag's euch, wie es ist, ich glaube, wenn wir aufsteigen und so, der wird ein richtig gutes Rating haben, wird mit 19 Jahren oder so halt ein extrem junges Talent sein und ich sag euch, wie es ist, der wird, oh, ups, der wird höchstwahrscheinlich für echt zig Millionen Euro wechseln und wird dann im europäischen Fußball echt mal ordentlich die Fünfen gerade machen lassen. Da sage ich euch wirklich, wie es ist, das ist so ein Traumtor. Will der vielleicht nochmal? Komm, noch ein Fernschuss. Komm, warum denn nicht? Alter! Alter, wenn ihr den reinlunzt, dann schwöre ich euch, ich laufe nackt durch die Stadt hier. Alter, das war so richtig knapp. Aber wir können, glaube ich, sogar noch einmal wechseln. Ups, habe ich schon voll vergessen. Ach komm, Baden-Friedrich, du kriegst jetzt mal eine kleine Pause. Da kann Aaron Dingschi mal ja, für die paar Sekunden mal mitspielen. 5:0. 5:0. Und, nee, also, ich komme auf dieses Tor von Embert nicht klar. So ein geiles Ding mit dem schwachen rechten Innenriss, die Kurve, dann auch noch der Drop. Der Ball ist ja nicht mal wirklich hochgeflogen, sondern, also der ist hochgeflogen, dann ist er wieder so abgedippt. Wisst ihr, was ich meine? So auf einmal kurz vorm Tor unter die Latte reingeflogen, schön in den Winkel gesetzt. Wahnsinn. Der pfeift hier ab. 5:0, das höchste Ergebnis von uns, glaube ich zumindest. Ich glaube, 5:0 haben wir bisher noch gar nicht gespielt und das war so ein geiles Spiel. Ich möchte eben ganz kurz in die Statistiken reinschauen. Ich glaube, wir haben auch wirklich absolut dominiert in diesem Spiel. Da gab es keine zwei Meinungen, denke ich. Alter, 14 Schüsse zu 2. Boah. Ich bin einfach nur sprachlos. Komm, wir machen nochmal ein Interview. Da können wir nochmal ein Interview machen. Da freuen sich auch die Interviewer, die Reporter, dass sie mal wieder eine gute Geschichte haben. Fett in die Newszeile schreiben können. Torspektakel oder was weiß ich nicht was. Das machen wir gerne. Marvin Duxch hat heute 2 Tore gemacht. Was sagen Sie zu seiner Leistung? Ganz klar grandioser Auftritt. Ich hoffe, Embert kriegt auch noch eine Frage. Sieht aber nicht danach aus. Hätten Sie mit einem engeren Spiel gerechnet? Ich sage, ja, kein Problem war das. Hallo? Werder Bremen, Komplikationen bei den Gegnern? Das kenne ich nicht. Hat Darmstadt es Ihnen zu leicht gemacht? Wir waren halt einfach, nee, uns hält niemand auf. Das gefällt mir am besten. Doch, vor allen Dingen jetzt nochmal zu Ende der Saison nochmal so eine Aussage tätigen, ist, glaube ich, ganz gut für den Aufstiegskampf. Bevor wir in die nächste Partie reingehen, ihr kennt das ganze Spielchen, wenn man viel durchsimuliert, es geht wieder los mit unseren Jugendspielern. Ich sehe, dass unser Christian Lindner, Entschuldigung,
Beim letzten Mal habe ich das als Joke gesagt und jetzt ist mir das wirklich aus. Matthias Lindner haben wir hier, der bis nur 80 nur noch möglich ist. Aber ich glaube, zu ihm sagte ich eh, den werden wir zum Profi machen und dann werde ich sowieso einfach bei ihm sagen, okay, dann verkaufen wir ihn oder so, dann kriegen wir noch ein bisschen Geld für den Hasler und den Schwarz will ich noch gerne behalten. Also hat sich nicht allzu viel verändert, aber es gibt nochmal zwei Jugend-Scouting-Berichte und da bin ich gespannt, was da kommt. Dieser Bieri sieht nicht wirklich vielversprechend aus und dieser Tanner auch nicht wirklich. Was sagst du hier, mein Freund? Hat er hier nochmal ganz... Oh, Max Sauer. Oh, der ist jetzt schon 425.000 wert. Das könnte ein richtiger Banger werden. Lukas Schwarz, noch einen weiteren Schwarzen. Also, Moment. Nein, so wollte ich das gar nicht. Also noch ein Schwarzer. Also, ach, der heißt mit Nachnamen so. Wir haben noch jemanden, der auch Schwarz. Ach du Scheiße. Das ist sehr gefährlich, dass ich Spieler habe mit so einem Namen. Wir sehen hier, wir haben Nachwuchsentwicklung hochgepusht. Sehr geil. Das heißt, ja gut, wir sind jetzt von der 68 auf eine 70 hochgegangen bei der Trainerbewertung. Ist jetzt nicht der allergrößte Sprung. Ich will aber unseren neuen Spieler hier anschauen. Was hat denn der hier so zu melden? Unser Max Sauer ist wieder ein Rechtsverteidiger. Wir haben also sehr viele Rechtsverteidiger. Starker Fuß ist links. Das mag ich absolut gar nicht. Ich würde sehr gerne ihn dann also schon mal einfach als Linksverteidiger hier wechseln. Weil ich möchte sehr gerne einen Rechtsverteidiger haben, der auch Rechtsfuß ist. Was hat denn der Tempo, Verteidigung, Physis? Genau das, was er braucht. Also ja, ich denke mal, linker Verteidiger, der wird auch bleiben. Und hoffentlich wird das wirklich einer sein mit großem Potenzial. Ich möchte gar nicht speichern, Moment. Ja, das hoffe ich einfach mal. Und in der nächsten Partie müssen wir ran gegen Sandhausen, wieder im Weserstadion. Die Sache ist, Sandhausen ist jetzt auch nicht wieder die stärkste Mannschaft. Also kann ich wieder ein bisschen was rotieren, mal andere Spieler hier spielen lassen. Zum Beispiel möchte ich gerne einen Betzner wieder einsetzen. Alter, im Wert ist auf eine 71 hochgegangen. Der wird einfach explodieren. Das sage ich euch, wie es ist. Dwomo nehmen wir mal mit. Ich möchte, Friedl ist auch um 1 hochgegangen. Alter, Carstensen möchte ich einsetzen gerne. Unsere Spieler, das wird der absolute Wahnsinn. Lars Lukas May müssen wir mal wieder einsetzen, sonst wird hier Bayern München wieder ein bisschen böse auf uns werden. Das möchte ich ungerne, vor allem nicht bei Bayern München, die wir ja bald begrüßen dürfen, wenn wir aufsteigen. Ich nehme mal einen Christian Groß, den lasse ich mal von Anfang an spielen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele Wechsel machen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, damit bin ich sogar schon zufrieden. Wobei ich möchte Baden-Friedrichsen von Anfang an starten lassen, weil er gerade echt gut drauf ist. Und dann würde ich sogar sagen, gehen wir rein in die Simulation. Und ich werde ein bisschen durchsimulieren lassen. Ihr kennt das Spiel, wenn wir irgendwie in die Bredouille reinkommen. Oh, die haben, glaube ich, Dennis Diekmeyer, ne? Tom Trippel haben sie auch ein alter Bremer. Wenn wir in die Bredouille reinkommen sollten, kann ich ja eingreifen. Ansonsten sehen wir jetzt hier ein relativ entspanntes Spiel. Das ist der 18., der letzte Platz der zweiten Liga. Das muss ein klarer Sieg für uns werden. Zum Beispiel hier mit dem 1:0 Marvin Ducksch. Wer denn auch sonst? Geiles Ding, nach 7 Minuten schon zum 1:0 geschossen. Einfach geil. Ich glaube, Baden-Friedrichsen hat hier sogar die Vorlage geliefert. Also Baden-Friedrichsen kämpft sich hoch. Ich glaube, die Leute, die kommentiert haben unter meinen Videos und gesagt haben, gib ihm doch die Chance, irgendwann wird er gut werden und so. Ihr hattet wahrscheinlich recht gehabt, so wie es aussieht. Und das, ja gut, können wir abwehren, sehr gut. 2:0 und Baden-Friedrichsen ist derjenige. Und das Lustige ist, ich glaube, Marvin Ducksch war diesmal derjenige mit der Vorlage. Also vielleicht ein Traumsturm-Duo. Ich dachte, mit Mambimbi und Ducksch ist das so eine Love-Story better than Twilight. Aber ey, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Baden-Friedrichsen sich gerade diesen Kampf hier holt. Den Sieg vor allen Dingen hier holt. Oh, 3:0, Eigentor, 21. Minute. Was ist denn hier los für eine Scheiße? Junge, 3:0 nach 20 Minuten. Ich habe gesagt, bei 3:0 werde ich zum Ende halt eben skippen. Wie kann man das hier eigentlich machen? Pause und dann zum Ergebnis springen. Genau so macht man das. 3:1 wurde es sogar noch. Die haben wirklich noch ein Tor geschossen. Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber ich sag's euch, wie es ist. Das ist halt ein Sieg. Und das ist ein sehr wichtiger Sieg. Wir gucken eben ganz kurz in die Tabelle hier rein und sehen wahrscheinlich in der Tabelle, dass wir, ja, St. Pauli überholt haben. Da wollen wir ja rein. Marvin Ducksch, warte mal, seht, was? Marvin Ducksch ist auf Platz 2, ne? Zu Recht, mit 19 Toren, richtig geil. Und Torvorlagen ist er auf Platz 1 mit absolutem Abstand. Guck mal, wie viele Leute, Alter, wir haben Marvin Ducksch auf Platz 1, wir haben Schmid auf Platz 3, wir haben Baden-Friedrichsen auf Platz 4 und Mambimbi auf Platz 5. Wir dominieren hier ja wirklich gefühlt alles. Wie sieht's aus mit ohne Gegentor? Da ist Pavlenka auch als Erster, über Matenia sogar. Boah. Also unser Team, damit ist echt nicht gut Kirschen essen, sage ich euch. Wir sind extrem gut dabei. 19 Tore, 10 Vorlagen. Der Scorerpunkte von 29. Das ist wirklich abgefahren. Oh, Topspiel. Wir müssen ran gegen unseren dichtesten Verfolger. Gegen St. Pauli müssen wir selber ran. Und damit machen wir es jetzt eigentlich fest. Ich muss in die Pressekonferenz reingehen. Wir machen es mit diesem Spiel eigentlich fest, wer hier direkt aufsteigen wird und wer nicht. Wir zeigen es ihnen. Ja, gewinnen sie diesmal? Ja, wir werden es denen zeigen. Heute kommt das Spiel gegen St. Pauli zum Spitzenduell. So ist es auch. Wir werden siegen. Wir werden versuchen, mit breiter Brust in das Spiel reinzugehen und St. Pauli das auch direkt wissen zu lassen. Glauben sie noch an die Meisterschaft? Na klar. Ich bitte dich. Wir kämpfen bis zum Schluss. Wir haben noch, glaube ich,
6, 7 Spieltage oder so, selbstverständlich werden wir am Ende die Meisterschale hochtragen. Da machen sie sich bereit. Wir sehen deren, nee, Makje Nock ist deren Topscorer, dürfen wir nicht vergessen. Ich habe gerade Guido Burgstaller gesehen und dachte mir nur so, ja, Guido Burgstaller wird deren bester Topscorer sein. Aber ist ja gar nicht wahr. Das ist ja Makje Nock bei denen. Ich habe im Team eigentlich nichts verändert. Ich habe auf der Bank, glaube ich, Omeragic mal mitgenommen. Ich habe außerdem Romano Schmid ausgewechselt für Betzner. Ich möchte Betzner einfach einsetzen, weil Romano Schmid auch, ja, jetzt gerade nicht so die allerstärksten Spiele irgendwie hinter sich hat. Wir sehen Spieltag Nummer 29. Wir kommen so langsam zum Ende, ne, der Spielzeit hier. Und das heißt, wir kommen der Bundesliga auch immer näher. Zumindest wird es für uns jetzt sehr wichtig werden, dass wir hier zumindest in die Bundesliga reinkommen und dadurch auch die Ergebnisse erzielen, die wir brauchen. Aber bisher sieht es gut aus. Gegen Sandhausen 3-1. Wir haben ein 5-0 gehabt gegen Darmstadt. Also, wenn es jetzt hier nicht nach vorne geht, dann weiß ich auch nicht. Da haben wir Marc Hinock. Wir sind sogar Kieré. Paccarada. Paccarada sogar jemand, der verlinkt wurde mal mit Werder Bremen. Der dribbelt auch mal ein bisschen. Oh, also gut. Da wurde er wohl ein bisschen, weiß ich nicht, Lampenfieber. Was sehen wir in Euklein da? Duxch macht sich durch. Duxch mit den Möglichkeiten. Oh, der trifft den Ball nicht richtig. Ach du Scheiße. Marvin Duxch. Also von dem habe ich es nicht erwartet. Geiler Ball hier von Baden-Friedrichsen gewesen. Und dann der Volley. Oh, nicht gut erwischt. Ist aber auch schwierig. Kenne ich selber aus dem Real Life. Solche Volleys, die hinter deinem Rücken so vor dir aufploppen, ne, so direkt mitzunehmen, das ist nicht einfach. Aber du gehst eigentlich bei einem Spieler von Marvin Duxchs Qualität davon aus, dass der den eigentlich besser zum Tor bringen kann. Oh nee. St. Pauli, guck mal. Druck, das können sie gut. Weißt du, so ein Pressing können sie gut. Benatelli, oh, der kommt durch. Wir können sogar abwehren. Pavlenka, ach, Pavlenka sei schon Toprak. Irgendjemand, bitte. Kann das jemand klären? Jung zum Beispiel. Na, du sollst ihn viel stärker spielen. Wobei, das ist noch in Ordnung. Milosevic kommt da noch ran. Wir konnten, oh, Alter, die unnötigste Grätsche des Jahrtausends, Alter. Aber der hat uns nicht weggeknallt. Sonst hätte es wahrscheinlich sogar Brüche gegeben. Oh, Betzner macht sie mal bereit, oder was? Ja, schön. Unten jetzt auf Marvin Duxch. Nee, so nicht. Guido Burgstaller, oh, starker Kopfball von ihm gewesen. Aber wir haben immer noch Pavlenka da, der auch ein großer ist. Und ich habe schon gesehen, warum Makje Nock wahrscheinlich bei denen so der Topscorer ist. Der presst vorne, als gäbe es nichts anderes auf dem Lokus, sage ich euch. Also der ist am Pressen, die Wurst. Guck mal, ganz oben wollte ich eigentlich spielen. Wenn wir irgendwie von den St. Pauli-Spielern angegriffen werden, wird es immer über Makje Nock gehen. Ist das abseits? Ist abseits leider. Und das ist wirklich phänomenal. Also der steht immer da, wo er zu stehen hat. Und kommt auch oft auf unser Tor gelaufen. Auch gerade eben, wo wir den Kopfball vom Burgstaller gesehen haben. Das wurde aufgebaut, alles von Makje Nock. Krasser Spieler. Vielleicht ja jemand, der für die erste Liga was wäre. Ne? Wer weiß. Ach, Baden-Friedrichsen gewinnt hier leider auch weiter nicht die Pille. Da kommen wir aber locker ran. Und jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Oder? Was machen wir? Nee, oh, Marvin Duxch. Einfach mal aus der Ferne schießen oder was? Ja, klar. Starkes Passspiel. Marvin Duxch mit dem Fernschuss. Marvin Duxch, schönes Ding. Vasili. Wie heißt er? Vasili. Musste sich extrem lang machen. Schön von Marvin Duxch gespielt und vor allen Dingen das Passspiel von uns. Guck mal, Baden-Friedrichsen will aber auch. Baden-Friedrichsen auch mit dem nächsten Schuss. Baden-Friedrichsen mit dem 1-0 für uns. Das war, glaube ich, kein Abseits, oder? Auch wenn die Kamera das irgendwie gerade zeigt. Nein, es war kein Abseits. Wir führen 1-0 kurz vor der Pause. Das ist nochmal psychologisch ganz wichtig. Man sagt ja immer, wenn du kurz vor der Pause noch ein Tor eben erzielst und so, das trifft auf jeden Fall im Köpfchen der Gegner ordentlich, weil sie sich ja auf diese Pause vorbereitet haben, kurz davor waren. Er kriegt viel zu viel Freiraum und dann von der, da musste er einfach abziehen. Wir sehen schon, da der eine Innenverteidiger, der rechte zumindest von den beiden, der kommt ja schon da angelaufen, da muss der abziehen und dann guck mal, wie präzise. Oh, nee, okay, wo, ich dachte, der wäre ein bisschen präziser gewesen. Zumindest 5 Tore für Baden-Friedrichsen. Es geht aufwärts. Die Legacy Baden-Friedrichsen beginnt vielleicht. Oh, gerade aus der Pause raus, jetzt sind sie wieder im Angriff und dann so ein schlechter Pass. Oh, von uns aber auch. Alter, die Grätsche von hinten, das war eine Traumgrätsche. Sind sie noch am Ball rangekommen? Kieré, Makje Nock, bitte nicht Makje Nock, Burgstaller, oh. Pavlenka musste sich extrem lang machen. Komm, bitte. Nein, was für ein Fehlpass. Burgstaller mit dem nächsten Schuss. Latte. Wie viel Glück kann man haben? Wir müssen nach Las Vegas. Wir müssen nach Las Vegas. Das steht fest. Nächstes Teamtraining in Las Vegas. Gibt es sogar vielleicht Eckball? Nee, gibt's nicht. Es gibt Abstoß. Ich will sogar einmal wechseln. Und zwar für die Innenverteidigung, damit die mal ein bisschen wach wieder werden. Komm, Toprak. Den wechseln wir jetzt mal aus. Omeragic kommt mal rein. Ein junger, frischer. Ich glaube, den können wir gut gebrauchen. Hm? Was für ein Pass? War nicht mal abseits. Auf Guido Burgstaller. Ein kleines Dribbling von ihm, der kommt mal zum Abschluss kommen. Das macht er tatsächlich, aber wir können es abwehren. Oh, und die kommen da ran. Pass abgewehrt. Oh nein, Makje Nock, bitte nicht Makje Nock. Pavlenka. Oh, wir haben gerade so viel Glück. Es ist echt nicht zu fassen, Mann. Die kriegen ja einen Schuss nach dem anderen. Es geht gerade nichts rein für die. Gut, man muss auch sagen, Pavlenka hat das gerade eben. Ist Makje Nock gerade ausgewechselt worden? Habe ich das gerade richtig gesehen? Makje Nock haben sie ausgewechselt.
Wahnsinn! Das ist für uns sogar extrem gut, ehrlich gesagt. Das ist der gefährlichste Mann von denen. Wobei man sagen muss, Guido Burgstaller in diesem Spiel blüht auch komplett auf, ne? Aber Mackinock ist immer noch deren Topscorer. Sogar in der gesamten Liga. Ne, Sapauli ist wieder durch. Pakaradar, Gott, Alter, der hat so viele A's in seinem Namen. Das kann ich mir. Das ist schwierig auszusprechen. Aber wir kriegen irgendwie es hin, immer unseren Fuß so reinzustellen, dass da dann noch keine Gefahr von kommt. Es ist gerade echt nicht zu fassen. Das ist, oh Gott, ne? Genau das ist das Problem. Wir machen solche Dinger irgendwie gerade ziemlich oft, solche Schnitzer. Sowohl vorne kriegen wir die Bälle irgendwie nicht verpachtet und hinten, habt ihr ja schon selbst gesehen gehabt, in der Verteidigung genauso wenig. Buchtmann, oh gut, Omeragic, deswegen habe ich ihn eingewechselt. Ich muss aber, glaube ich, direkt wieder wechseln. Zum Beispiel so ein Weiser hat gerade ein bisschen zu kämpfen. Rapp hat auch ein bisschen zu kämpfen. Ich glaube, die muss ich jetzt alle auswechseln. Also Seiwald nimmt jetzt wieder eine defensivere Position hier ein. Rapp wird ausgewechselt und kommt im Wert rein, der momentan auch in Form ist. Also bin ich sogar sehr froh, ihn mal wieder einzuwechseln in Imbert. Ach, guck mal, hier schon wieder so ein widerlicher Fehlpass. War jetzt größtenteils mein Fehler, weil ich jetzt nicht mit der Pause damit gerechnet habe, wo wir da jemanden stehen haben. Ach komm, Baden-Friedrichsen? Jo, Baden-Friedrichsen, komm, du bist durch. Das ist es jetzt, die Entscheidung. Baden-Friedrichsen! Doppelpack. Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Baden-Friedrichsen ist da. Freunde, er ist da. Er ist an der Weser angekommen. Wir haben an ihn geglaubt. Jeder. Keine Sekunde an ihn gezweifelt. Nie, nie. Und ihr hattet alle recht gehabt. Baden-Friedrichsen ist dann doch der, weswegen wir ihn geholt haben. Das Sturmduo Marvin Ducksch und Baden-Friedrichsen. Ne? Wer ist schon Füllkrug? Wer braucht ihn denn? Hier ist auch nicht mehr viel passiert seitdem. Jetzt gerade eben gab es nochmal einen Fernschuss von uns, aber das war wirklich nicht irgendwie erwähnenswert. Und jetzt müsste der Schiedsrichter eigentlich auch abpfeifen und damit, ja, das macht er auch. Jetzt müsste es eigentlich schon fast feststehen. Wir haben gegen unseren tiefsten Verfolger gewonnen mit 2:0. Nürnberg ist jetzt unser nächster Gegner. Also ich weiß gar nicht, wer als nächstes kommt im Kalender, aber unser nächster Gegner, der im Visier von uns steckt, ist Nürnberg, damit wir die Meisterschaft eben holen können. Ansonsten sehen wir jetzt hier eigentlich gegen St. Pauli mit einem 2:0 heißt für mich, dass wir es absolut schaffen, eigentlich den Direktaufstieg zu holen, auch gegen St. Pauli, und dass die eher in die Relegation fliegen. Baden-Friedrichsen, Wahnsinnsding. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Der Aufstieg von ihm ist da. Ja, der Aufstieg von ihm ist jetzt da. Alter, das nächste Spiel ist wirklich gegen Nürnberg. Das ist das krasseste Kapitel. Das ist wirklich so, als hätte man im Drehbuch das Ganze sich so entworfen vor Anfang dieser Saison. Wie krass ist das bitte? St. Pauli wurde Zweiter, wir mussten jetzt St. Pauli überholen mit dem Sieg. Wobei, wir waren jetzt, aber ihr wisst schon, der direkteste Verfolger. Und jetzt müssen wir gegen Nürnberg, um gegen Nürnberg zu entscheiden, ob wir auf Platz 1 kommen. Wow, Alter, das ist ja wirklich so crazy. Wer hat sich das denn bitte einfallen lassen? Krasses Ding, also gegen Nürnberg müssen wir in der nächsten Episode ran. Da beginnen wir schon direkt mit einem Banger. Und das heißt für uns dann, die Meisterschale eben an unsere Herzen zu reißen. Ansonsten, es gibt nicht mehr viele Spieltage, ne? Wir müssen danach gegen Schalke, danach gegen Holstein Kiel, dann müssen wir gegen Aue, gegen Regensburg, und ich glaube, das war es sogar schon, tatsächlich. Und dann sind wir in der nächsten Saison hoffentlich in der Bundesliga. Und das sind, glaube ich, auch alles machbare Spiele. Gegen Schalke, ja, die spielen echt nicht die beste Saison. Holstein Kiel könnte ein bisschen gefährlicher werden, aber das sollten wir, glaube ich, auch hinbekommen. Erzgebirge Aue spielt momentan eine wahnsinnige Saison. Also die sind gerade richtige Überflieger. Das wird sehr schwer. Regensburg ist auch machbar. Also ich glaube, unser Aufstieg ist vielleicht nicht safe, aber zumindest in guten Händen, um es so zu beschreiben. Und ansonsten würde ich euch jetzt hier rauslassen für die heutige Episode. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier heute gefallen. Wenn dem so ist, Däumchen wären Träumchen. Bis auf zur nächsten Episode. Das wird dann so, ich denke mal, die vorletzte Episode, würde ich schätzen, wird das sein in dieser Saison. Drückt mir weiter in die Daumen. Wir machen's.